Servus, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Video zu FIFA 17 Ultimate Team. Wir sind immer noch in EA Access und heute gibt es das erste Mal hier auf dem Kanal eine Squad Building Challenge. Die sehen wir hier, James Rodriguez sehen wir da als Spieler, der das Ganze quasi anpreist. Und wir schauen uns in diesem Video an, was das bedeutet, was das ist und werden eventuell noch mal eine kleine Runde spielen. Das kann ich erst später aufnehmen, aber das Squad Bilden war auf jeden Fall jetzt, beziehungsweise wir schauen jetzt mal, was das so ist. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben dafür die erste Squad Building Challenge in FIFA 17 Ultimate Team. Keine Sorge, 7 Minute Squads werden trotzdem, komme ich hier an. Angekündigt. Ich denke mal, da können sich einige von euch auch drauf freuen. Checkt die Links in der Beschreibung, Merchandise, dazu könnt ihr über 17 vorbestellen, ihr könnt bei meinen Social Media Seiten vorbeischauen und ihr könnt natürlich auch gerne bei IG World vorbeischauen, wenn ihr da Microsoft Guthaben für FIFA Points braucht oder später in FIFA 17 irgendwann Coins. So, wir gehen mal direkt drauf, ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet, beziehungsweise das hier habe ich natürlich schon gelesen, alles beziehungsweise kenne ich. Und jetzt sehen wir hier gleich die ersten Challenges. Ich glaube, man kann momentan auch eine Special Jovinko Karte gewinnen, die will ich eigentlich ganz gerne haben. Aber ich weiß es nicht. Ah ne, wir müssen erstmal das hier spielen. Grundlagen für Squad Builder. Okay, alles klar. Muss ich damit spielen? Ich weiß es nicht. So, tausche einen Spieler in deinem Verein gegen eine Belohnung. Untauschbar ein. Okay. Team selbst aufbauen. Also Team selbst aufbauen auf jeden Fall. Was ist denn die Challenge? Die sehen wir jetzt hier links oder was? Spielerqualität, genau. Bronze, Anzahl Spieler im Team 1. Okay. Bronze, Torwart. Habe ich, und zwar Karabulut. Packe ich jetzt hier rein und das passt. Okay. Gesendete Objekte werden aus deinem Feind entfernt. Okay, Team absenden. Ah ja, okay, alles klar. Das heißt, ich habe den jetzt nicht... Ja, okay. Ich habe den jetzt nicht mehr in meinem Verein. Das heißt, der ist jetzt weg. Das ist interessant auf jeden Fall. Die Belohnung ist ein Bronze-Set. Interessant. So. Das gleiche jetzt mit drei Spielern, oder wie? Drei Spieler mit 12 Chemie gegen eine Belohnung ein. Untauschbar. Okay. So sieht das also aus. Ich bin gespannt. So, wenn man ein Tor... Ne, Torwart können wir nicht. Mittelfeldspieler, okay. Suchen wir auch mal Bronze. Und dann nehmen wir... wen nehmen wir denn da? Brown vielleicht? Ja. Oder? Brown vielleicht? Ich habe keine Ahnung. 12 Chemie müssen die insgesamt haben. Bronze, C, Z, O, M. Okay, wir haben zwei Österreicher. Das ist schon mal gut. Warte mal, dann machen wir mal so. ZM hat mal auch einen Österreicher, oder? Ne, haben wir nicht. Ups. Japaner war es. Hab ich mich verguckt. Hm. Machen wir ZDM vielleicht irgendwas noch? Oder Silber gleich? Ja, wir haben Iren. Wir hatten auch einen anderen Iren, das habe ich gesehen. Hoffe ich. Als Zehner aber. So. Ja, genau. Also man muss das immer eintauschen am Ende. Das ist auf jeden Fall interessant. So, und das ist noch ein dritten Spieler. Das ist eigentlich vollkommen egal, was wir da haben. Aber wir haben natürlich noch weitere Iren. Und zwar zum Beispiel Sennet. Den Rice nehme ich hier mal nicht, weil der ist... Alter, was? Der ist 17. 99er Jahrgang, 3 Jahre jünger als ich, Mann. Naja, 2,5, aber trotzdem. 64 Tempo, 56er Rating spielt bei West Ham. Den nehmen wir in dem Fall nicht, auf jeden Fall. So, absenden, Team absenden, wieder eine Belohnung bekommen. Das ist ganz interessant. Ich glaube, es geht nicht darum, wir müssen, glaube ich, nicht spielen, oder? Wir müssen nur bauen. Das ist wirklich interessant. Ich habe aber keine Ahnung, also was jetzt? 17 Chemie, 3 Nationalitäten, Anzahl der Spieler im Team 4. Okay, das heißt, wieder Bronze einstellen. Einfach mal aus Spaß, aus Jux und Tollerei. So, ZM. EFL League 2, da kann ich notfallsweise Spieler kaufen. EFL League 2. So, ups, das wollte ich nicht. So, und jetzt, warte, was? Nationalitäten genau 3, das heißt, ja, okay, jetzt noch 3 Nationalitäten, also noch 2 Nationalitäten effektiv. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben. Nee, müssen wir halt suchen. Ja gut. Ich wollte jetzt nicht irgendwie Millionen Coins dafür ausgeben. Muss ich aber anscheinend. Ja, warum ist er so teuer? Okay, er ist schnell. Das ist jetzt ärgerlich auf jeden Fall. ZM vielleicht oder MS. Eigentlich ist vollkommen egal, weil die Chemie habe ich ja schon. Ich brauche halt nur einen, der kein Engländer ist. Zum Beispiel Ligancia, aber der ist halt... Dauert zu lange und ist sonst zu teuer. Das ist tricky auf jeden Fall. Wieder 500 Münzen aus Wales. Alter, komm, gib mir doch einfach mal einen für 200 Sofortkauf. Irland. Müsste ja passen. So, Irland, zack. Smith kommt ins zentraloffensive Mittelfeld. Spielt bei Plymouth Argyle, glaube ich. Ja. So, rechtes Mittelfeld. Habe ich da einen vielleicht? Nee, müssen wir also einen kaufen. So, und zwar wieder einen, der nicht aus England kommt. Den Kollegen, der wäre ideal. Allerdings kommt der, ist der zu teuer. So, was mit Lorm da außen? Kostet wahrscheinlich auch mehr, ja, natürlich. 500 Münzen für einen Bronze Non-Rare.
Arthur könnten wir notfallsweise nehmen. Merke ich mir mal. Grant vielleicht, aber der ist zu schnell, um so günstig zu sein. Campbell Rice, wieder Arthur. Wieder der Kollege Boko. Aber wir haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Auswahl. Du, 200? Nein, natürlich nicht. Das ist, ergibt doch gar keinen Sinn. Warum stellt man die für so teuer rein? Also wenn er jetzt irgendwas könnte, okay, aber... kann er ja nicht. Obwohl, ich habe nicht gesehen, ob er schnell war. So, Hedges. Ja, nee, wir haben... nee, Waliser haben wir nicht. Perfekt, okay. Nehmen wir Hedges. So, dann haben wir die Challenge wieder erfüllt. Schicken das ab. Und kriegen dafür wieder ein Set. Oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ja. Premium-Bronze-Spieler. Okay. Legen wir los. Abgeschlossen. Gruppendynamik. Zwei Spieler-Set. Okay. Okay, also es bringt wirklich was, das einzulösen. Und wir haben das EA Access-Trikot und ein Spieler-Set. Das ist cool. Das gefällt mir. So, im Shop haben wir jetzt vier Sachen. Die öffnen wir jetzt. Und dann haben wir uns das erste Mal angeguckt. Und es ist sogar ein goldener und ein seltener dabei. Das heißt, da können wir theoretisch richtig hart Glück haben. Weil die sind, glaube ich, untauschbar. Ne? Aber das macht ja theoretisch nichts. So, ja, was Vila drin. So, sind die jetzt untradable? Das müssen wir eben nachgucken. Normalerweise sollten sie ja nicht sein. Doch, sind sie. Und sind wahrscheinlich undiscard. Ja, bringt mir nichts, das zu discarden. Gut, packen wir einfach mit in den Verein alles. Und den Ball stoßen wir ab. Ein Goldobjekt im Bronzeset, wenn das mal nicht klasse ist. Finde ich ein bisschen schade, dass untradable ist. Aber ist in Ordnung. Das skippen wir mal. Haben wir da was Gutes dabei? Ich denke mal eher nicht. Oh, das war ein anderes Set. Guck mal, Hennings beispielsweise. 86 Tempo, wieder untradable, leider Gottes. Rivas und Green. Oh. Sowas kommt mir nicht in den Verein. Okay, alles klar. Wir haben einen aus Madagaskar gehabt, habt ihr gerade gesehen. Krass. So, noch ein Geschenk-Bronze-Set. Kann ich das jetzt verkaufen? Wahrscheinlich auch nicht. Nee. Okay, das ist ein bisschen schade halt, weil man gerade bei Bronze-Sets oder wenn man irgendwie einen Non-Rare-Spieler hat, den man nicht im Verein haben möchte. Gut, aber kann ich mit leben. Jetzt das Zwei-Spieler-Set. Jetzt bin ich interessiert daran oder jetzt bin ich gespannt, was da rauskommen wird. Non-Rare. Och, komm schon, Alter. Wir kriegen nichts Besseres als einen 76er-Rating. Das heißt, wenn wir einen seltenen haben, dann ist der 75 bewertet. Nein, er ist Silber. Ja, geil. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Ganz ehrlich, den diskarde ich auch. Komm, kriegen wir auch 0 Münzen für, aber was willst du machen? Das war jetzt ärgerlich natürlich, aber ich finde es ganz cool an sich. Kann man auf jeden Fall so machen. Ich bin gespannt. Gucken wir uns... Ne, das ist für Champions, das ist der falsche Modus. Das ist halt Einzelspieler und da gibt es Sinn, weil du spielst halt nicht, du baust nur. Das ist ganz cool, wenn du mal Zeit vertreiben willst, so. Das ist jetzt eine andere Challenge wieder. Schauen wir uns das mal an. Abwehrnation. Tausche eine Abwehrreihe mit einer Nation gegen eine Belohnung untauschbar ein. Vielleicht gibt es da auch noch anderes, dass es irgendwie tauschbar wird. Wer weiß. Schauen wir mal nach, was wir Bronze so haben. Haben wir englischen Keeper oder haben wir einen irischen Keeper oder sowas? Nee, doch einen englischen haben wir. Zack. Jetzt brauchen wir natürlich eine englische Verteidigung. Aber das ist das Einfachste. Haben wir auch noch einen von. Haben wir einen irischen Keeper? Habe ich gerade nicht gesehen. Nee, aber der wird relativ einfach zu kaufen sein, denke ich mal. Weil cheap as fuck. Warte mal, wobei. Brauchen wir nochmal kurz rechts- und linksverteidiger. Da haben wir einen ihren und links wahrscheinlich auch. Ja, okay, alles klar. Dann kaufen wir uns einfach einen irischen Keeper. Überraschend eigentlich, dass ich ihn nicht habe. Ich denke mal, das würde mir extrem viel Spaß machen. Ich denke mal, ich werde extrem viel Squad-Building-Challenge spielen. Das werde ich nicht immer im Video machen. Und ich werde das dann definitiv rotieren mit Squad-Building-Challenge und mit Foot Champions, auf was ich auf meinem Kanal zeige. Aber ich denke mal, das passt trotzdem ganz gut. Schöne Abwechslung auf jeden Fall zum allgemeinen Ultimate Team Alltag, der ja jetzt nicht so unglaublich spannend ist. Ach nee, habe ich ja nur den Rice, ne? Den wollte ich ja nicht. Haben wir hier noch einen für 200? Ja, komm, McLean. 200 Münzen sind mir jetzt auch egal. Packen wir zum Verein dazu. Zack. Innenverteidiger, nicht Transfermarkt, sondern Dream Squad Spieler auch nicht. Mein Verein. So, Best packen wir noch dazu. Den Besten. Eigentlich habe ich hier Lindl, aber andere Geschichte. So, dann packen wir hier Long hin. Und dann packen wir hier Ozem hin. Senden das ab und kriegen wieder mal ein Bronze-Pack. Hammer. Ich weiß halt nicht, wofür das gut ist, dass man die wirklich komplett 8 Spieler mit mindestens 2 Ligen und 2 Nationen gegen Belohnung ein. Ich verstehe halt noch nicht so ganz, wo der Sinn dahinter ist, dass man seine Spieler komplett verkauft oder verscherbelt. Aber dabei haben sie sich bestimmt was gedacht. So, mindestens 2 Nationalitäten, mindestens 2 Ligen. Boah, gut. Packen wir hier einen Perfect Link hin, habe ich mir jetzt gedacht. Ist aber erstmal egal, weil jetzt habe ich ehrlich gesagt gerade keine Lust mehr, das weiterzumachen, weil ich jetzt auch gleich los muss. Aber das Päckchen öffnen wir noch. Auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was passiert. Obwohl, habe ich gerade online gesehen? Nee, ne? Nee. Live. Das haben wir schon. Warte mal, haben wir das? Team Selbstverfahren. Habe ich das Trikot jetzt schon bekommen, oder? Ah. Okay.
Jetzt kriege ich Goldspieler dafür. Alles klar, alles klar, alles klar. Da kriege ich nur Spielerset, wenn ich das abschließe. Belohnung Premium Goldspielerset. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was sich daraus so zaubern lässt. Ich werde das auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter erforschen und spielen. Aber jetzt für den Moment war es das erstmal. Wir öffnen noch dieses eine Bronze-Set hier, was jetzt nicht sonderlich spannend ist. Und dann war es das von diesem Video. Schreibt mal in die Kommentare, was haltet ihr von den... Wir haben Silberspieler im Bronze-Set, geil. Was haltet ihr von den Squad-Building-Challenges? Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich finde es an sich auf jeden Fall ganz cool, aber ich weiß noch nicht so wirklich, wie cool ich es finde, weil es halt so ein bisschen... komisch ist, die Spieler wirklich abzugeben und so, aber da kann man immer günstige nehmen. Schreibt mir eure Meinung einfach mal in die Kommentare, ich bin gespannt. Das war's von diesem Video, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, sorry für das Verpeilte, aber wir sind im neuen Spiel und ich denke mal, das ist okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dann, wunderschönen Tag noch, macht's gut, passt auf euch auf, haut rein und ciao.